Ja, meine Freunde, heute will ich versuchen, mich als kleiner Kano ein bisschen durchzuschlagen, zu wachsen und dann eventuell ein bisschen auf die Jagd zu gehen. Aber erstmal müssen wir es natürlich schaffen zu wachsen hier, weil jetzt, wo wir so klein sind, sind wir natürlich noch sehr, sehr anfällig, was ja andere Fleischfresser angeht. Also wir sind halt nicht schnell genug, können uns nicht wehren, wir sind halt überhaupt nicht stark. Wir haben halt eine Bite Force von 50 und deswegen müssen wir ganz, ganz schnell wachsen. Und ich hoffe, das kriegen wir hin. Aber es wird jetzt auch gerade Nacht. Ich glaube, die Nacht ist eigentlich ganz gut für uns. Weil durch die Nacht können wir auf jeden Fall so ein bisschen versteckter agieren. Und wir müssen halt nur irgendwie ein bisschen Nahrung finden und was zu trinken. Und dann können wir eigentlich so ein bisschen die Nacht durchchillen. Okay, mein Mate ist bei mir. Und ich glaube, wir gehen jetzt auf die Jagd. Ich bin noch sehr klein, er ist schon ein bisschen größer. Ich weiß gar nicht, ob er schon fully grown ist. Ich glaube nicht. Ist immer echt schwer einzuschätzen, wenn man selber so klein ist. Oh, irgendwas hat den Ava sich geschnappt und frisst ihn gerade. Eieiei. Das wird gleich schief gehen, ich sag euch das. Ein Giga. Gott sei Dank ist er friedlich, der könnte uns so wegsnacken. Ah, hier vorne ist Nahrung, das ist gut. Sollte die Reste hier noch verspeisen können, auf jeden Fall. Ja, ich als Kleiner kann das natürlich, das ist super. Ich glaube, er kann das nicht mehr essen. So, damit bin ich gleich schon mal gesättigt. Aber mein Mate braucht natürlich trotzdem noch Beute. Weil die Rippchen hier sind für ihn leider zu klein. Die kann er nicht verspeisen. Aber gut, ich verfolge ihn einfach mal ein bisschen. Bin schon bei 70% Wachstum. So läuft. Oh Gott, Dilo. Dilos Attack. Ich kann dem Mate nicht helfen, ich muss flüchten. Ich hoffe, er überlebt das. Das hier. Der Giga? Scheiße, hier geht's mega ab. Sollte mich echt anfangen zu verstecken. Oh, er hat den Dilo erlegt. Good job. Nate. Er hat's geschafft. Guter Typ. Den Giga gebissen? Was? Oh shit. Wir müssen echt versteckt bleiben. Der Giga sucht auf jeden Fall nach Kanos gerade, glaube ich. Er hat geschrieben, I bite the Giga. Oh Gott, ich will nicht gefressen werden. Was macht der Mate?
Ich glaube, er lockt sich jetzt aus, oder? Komischer Typ. Der Giga ist hier am Suchen. Was macht er jetzt? Lockt er sich jetzt aus? Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, er lockt sich aus, eiskalt. Was mache ich denn jetzt? Es ist 2 Uhr morgens. Und die los, ich bin tot. Oh mein Gott. Ah, diese fiesen Viecher, Mann. Versuch Nummer 2 als Kano. Jetzt gerade hat mein Mate mir erstmal echt geholfen. Aber am Ende hat er mich wirklich voll im Stich gelassen. Er greift irgendwie den Giga an, dann war der Giga böse auf uns. Und dann lockt er aus und ja. Dann wurden wir natürlich von Dilos in der Nacht getötet. Aber war auch blöd, dass es direkt Nacht geworden ist, als wir halt da waren. Wir waren auch echt an der doofen Stelle, wo einfach mega viele Dinos waren. Und diesmal werde ich das auf jeden Fall ein bisschen sicherer angehen, denke ich. Hallo Gigas. Bitte nicht essen. Och, kommt. Wow. Versuch 3. Lol, Jeremy Luke lädt mich ein. Das ist ein Zuschauer von mir. Cool. Hi. Ja, dann spielen wir jetzt mit Jeremy ein bisschen. Versuche ich mal zu ihm zu kommen. Ich habe jetzt sogar nur die Standardfarbe ausgewählt, weil ich einfach so oft sterbe, dass ich zu faul bin, hier eine Farbe mir zu erstellen. Ey, komm, nicht hängen bleiben. Psst. Wir sind so tot, Leute. Oh mein Gott. Alles klar. Der hat uns nicht gesehen, Gott sei Dank. Juhu! Hallo Jeremy! Er sieht genauso aus wie ich. Er hat halt auch den Standard-Skin. RIP. Oh nein. Oh, das sind die. Das sind die von vorhin. Die Gigas. Die mich getötet haben. Schleichen sie. Wir rennen mal schön da dran vorbei. Ja, alles gut gegangen. Okay. Wir haben ein neues Mitglied. Ich war gerade kurz AFK. Jetzt haben wir auch noch den Nick bei uns in der Gruppe.
So Leute, wir sind jetzt auf die Idee gekommen, hier im Wasser zu bleiben über Nacht. Ich weiß nicht, ob das von den Serverregeln erlaubt ist, aber ich denke, hier sind wir wenigstens gegen Dilo-Angriffe und so sicher. Die sollten uns hier ja nicht sehen. Wir sind ja komplett unter Wasser. Also alles ganz entspannt. Und dann gucken wir mal, was passiert. Da kommt schon das erste. Kleiner Raptor. Und trinkt. Oh, Jeremys Kopf schaut ein bisschen raus. Das ist ja mega interesting, sich so ins Wasser zu legen. Jeremy, mach deinen Kopf runter. Oh mein Gott. Merkt er das nicht, dass sein Kopf draußen ist? Das ist gerade richtig awkward. Hallo Raptor. Okay, der Raptor geht da hoch. Wanted to scare him. Okay. Ach, das war gar nicht Jeremy, das war Nick. Oh, da kommt was. Hilo? Ganz schnell trinken und wieder weg. Noch ein Dilo. Der gerade angegriffen? Ja, er greift an. Let's kill this guy. Nick. Wir haben uns gesehen, die Dilos. Oh nein, ich glaube, Jeremy wird angegriffen, oder? Ja. Ich muss Jeremy helfen. Nein, Jeremy ist tot. Shit. Okay. Boah, das war eine Nacht, Leute. Jetzt wird es endlich wieder Tag. Wir haben es überlebt. Jeremy Luke haben wir leider verloren. An die Dilos, ja. Die Nächte sind immer sehr, sehr gefährlich mit den Dilos. Aber ja, gut. Kann man nicht ändern. Wir müssen jetzt gleich nochmal ein bisschen was jagen gehen. Wir haben in der Nacht noch einen Avaceratops gejagt und verspeist. Aber der hat uns leider nicht ganz gesättigt. Das heißt, Nick und ich müssen auf jeden Fall gleich noch auf die Jagd gehen. Und das sollte jetzt ja ein bisschen einfacher werden, jetzt wo es Tag ist. Immer ein kleiner Snack da vorne. Ja, der Stein hindert mich daran. Ein Velo, immerhin. Okay. Besser als nichts. Okay, das bringt ja mal gar nichts. Oh, Triceratops, Freunde. Okay, der scheint keinen Bock auf uns zu haben. Wir rennen einfach mal weiter, mit dem können wir uns nicht anlegen. Der ist voll ausgewachsen. Ab zu Nick und Jeremy. Oh Gott, wir sind beim Sumpf. Halbes Stamina nur, das gefällt mir nicht. Egal, ich renn durch. Ab zu den anderen beiden.
Och, diese Strom, Wasserdinger, ey. Oh mein Gott. Oha, was ist da vorne? Irgendwas Großes, oder? Okay, das scheint freundlich zu sein, das Ding. Was ist denn das? Das ist so ein Dings, ne? Wie heißt der denn? Ich weiß gerade den Namen nicht. Irgendwas mit A, glaube ich. Aber er scheint friedlich zu sein. Das ist cool. Ich weiß, dass der verdammt schnell ist. Oder kommt noch was anderes? Jeremy, renn! Okay. Ich glaube, da battlen jetzt eher die Großen. Da halten wir uns raus. Jo, der Giga jagt den anderen Großen.